Es geht heute weiter mit Let's Play Pokémon. Let's go Evoli. Und wir werden als erstes von einem Radfuss angegriffen. Was ich aber nicht unbedingt fangen will. So, Kaffee habe ich hier. Kann also losgehen. Oh, Magma. Oh, ja, hör mal. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück mit Magma. Ja, 44, das nehmen wir, glaube ich. Jetzt lieber doch, das nehmen wir dann lieber ins Team. Der Pokébälle noch ohne Ende. Ja, ein fabelhafter Wurf. Aber haben wir ein bisschen Glück. Eins, zwei. Nein, nicht ganz. Ich guck gerade, ja, wenn man da. Meiner Perle, das heißt, ich bin mal die. Vielleicht der Fang, können wir die auch mitfallen. Das war zumindest ein großartiger Wurf. Faulhafter Wurf. Ich krieg jetzt nicht unbedingt direkt immer die gleich die Pokémon. Wo da? Will ich haben, liebes kleines Magma. Stimmt, aber der Kreis bleibt immer noch rot. Will ich aber mit eigentlich gerne mitfangen. Aber dieses Magma, das lässt sich ungern fangen. Ja, natürlich greifst du in dem Moment, wo ich den Ball werfen will. Du frisst mir jetzt meine ganzen Bälle weg und dann sagst du, komm, ich verpiss mich noch schnell. Okay, geht schon wieder gut los hier. So, okay. Die Frage, geht's hier unten weiter oder geht's oben weiter? Ein bisschen ärgerlich, welche das Rad. Das Rad machen wir gern mitgenommen. So, hier ist noch ein Item. Erstmal ist es die Team 52 Matschbombe. Dann haben wir hier noch einen versteckten Schalter, den wir mitnehmen wollen. Ich gucke mich gerade erst mal um. Ich habe den Trainer da oben natürlich gesehen. Dann haben wir hier noch einen Top-Trank. Also heute, wie gesagt, der zweite Teil hier. Dieser, dieser verlassenen Villa. Und in der nächsten Folge machen wir dann hoffentlich auch endlich die Arena. Hallöchen, mein Freund. Ah, oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich denn hier nur gelandet? Ich würde sagen, in der alten Villa. Du fängst... Oh, das ist wie Pokémon. Das Morgan fängst du an. Surfer. Ja, ich weiß kaputt, dass es war. Ich hätte es gern als ein bisschen. Aber wir sind dann doch nicht. So, nämlich ist fast ist dieses Morgen weggespült worden. Matschbombe. Und dann kriegst du noch eine Siegewasserattacke hinterher, mein Freund.
nehmen wir Kokowai, ja, aber Kokowai, das. Klar, ich weiß, dass es ein Nachteil ist quasi. Also ja, neutral, glaube ich, sollte es eher sein, der King Gift. Wegen Pflanzen Gift. Aber. Ja. Gut, dann gehen wir auf Sistra. Dieses Morgan mal kurz in. Aus dem Leben gerissen. Noch ein Smogon. Ey, du hast jetzt nicht viel Smogon, oder? Ich hoffe, dass du wenigstens am Ende noch einen Smogmog oder so hast. Voll Treffer sogar. Okay, zumindest die Weiterentwicklung noch irgendwie mit reingenommen. Da brauchst du wahrscheinlich schon eine Psychokinese. Ja. So. Den hat's wohl erledigt. Ich muss mal meine Items ein bisschen. Meine Pokémon ein bisschen wiederbeleben. Erstmal fangen wir mit Kabutops an. Der hat mich auch sehr schwer angeschlagen. Ich muss dringend irgendwann mal Hyperträger. Ich vergesse das jedes Mal. Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Ich hoffe zumindest, dass ich dran denke. Dann können wir hier oben weitergehen. Ich glaube, offiziell geht es nämlich hier oben weiter. Dann gibt es hier nämlich einen Forscher, glaube ich, der hier stehen müsste. Ja. Ich hoffe jetzt bitte nicht, dass ich mich hier heilen kann. Nein, jetzt auch die habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, die Bitten. So, den Forscher, den wusste ich noch. Hier ist so schön viel Platz. Ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. So, Forscher Angelo mit einem Elektro. Ich glaube, hier könnte es tatsächlich noch mal Magma bekommen haben. Wir mal, komm, können wir uns keinen Elektrik mehr fangen. Das ist. Ich bin ein bisschen zu heiß. Deswegen der Wechsel rüber auf Nidoking. Ich glaube, vielleicht sollte alle mal in der Lage sein, mein Computer wegzubraten, aber. Ich greife nachher, der hat auf mich getroffen. Jetzt weiter, aber. Okay. So, da kriegst du jetzt noch einen Schlagbohrer, mein Freund. Und da lede ich mit dir. Auf die 50. Und dieser Forscher ist besiegt und ist dementsprechend noch bedient. So. Ich hab da gedrückt. Ich nehme mal das Item hier oben mit. Das ist einmal ein Sonderbonbon. Das ist immer sehr gut. Guck mal gerade, wie weit wir sind. Ach, okay, wir müssen nochmal drücken. Das ist vertikal genug. Hier unten ist gerade kein Magma. Ja, nehmen wir nochmal mit. Kann man nämlich jetzt hier eben den nächsten Raum betreten. Hier geht es nämlich weiter. Und dort befindet sich ein Item. Ein Top-Elixier erstmal. Und hier ist ein Smogmog und hier ist wahrscheinlich das wichtigste Item. Eines der wichtigeren Items im Spiel, nämlich den Geheimschlüssel. Und das ist dieser Geheimschlüssel, den ihr braucht, um in die Arena zu kommen. Ihr habt ja. Als ich vorher letzte Folge mal kurz angequatscht habe, gesagt, da war die Arena verschlossen und mit diesem Geheimschlüssel kommt ihr rein. So, dann muss ich das Tor mal wieder aufmachen, weil dann mache ich mich jetzt wieder raus. Wir gehen zu Fuß raus. Ich habe zwar noch die TM Schaufler, glaube ich, irgendwo rumliegen. Und ich habe auch noch, glaube ich, diverse Fluchtseile. Aber eigentlich kommen wir auch zu Fuß raus. Das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Habe ich alleine gesehen in der Ecke? Also. Was ist denn los? Ich würde gerne das 44er Magma haben, aber die tauchen da unten gerade nicht auf. Hier ist eins zum Beispiel. Aber das könnte. Ich weiß nicht, welches Level das ist. Das ist heute 39. Das ist schwächer als mein eigenes.
jetzt hier auch runter wieder. So, dann gehen wir hier oben lang. Dass wir doch irgendwas übersehen haben. Level 40, du bist genauso wie meins. Also meins ist 42 gewesen, glaube ich, als, oder 41, als ich gefangen habe. Dich haben wir schon besiegt, ne? Ja. Genau, dich haben wir schon besiegt. So. Daher der Weg zu Fuß ist relativ simpel hier raus. Ist, bin einmal offen. Ich weiß auch nicht, ob hier noch irgendwo ein verstecktes Item drin ist. Manchmal ist hier noch irgendwo ein verstecktes Item, wo ich meine zumindest auf dem Kopf haben. Dass hier in einer dieser Säulen irgendwo noch ein verstecktes Item ist. Hier oben sind ja auch nochmal drei. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ne, vier sind's. Okay. Ne. Okay. Ich hatte fast eigentlich gedacht, da wäre irgendwo noch was drin gewesen. Ja, ich glaube im Original ist es ein Hypertrank. Hypertrank, Hyperball, irgendwie so in die Richtung. Aber hier ist es scheinbar nichts drin. Na gut, dann sind wir soweit durch. Dann weiß ich, dass das eine etwas kurze Folge war. Das ist mir aber schon klar. Das war jetzt eigentlich so der letzte Rest, den wir noch erledigen mussten und uns mal genauer angeguckt haben. So, bevor ich jetzt vergesse und wir jetzt weitermachen mit dem Arena-Kampf, mache ich kurz mal einen Abstecher noch schnell in das in den Einkaufsmarkt, weil dann will ich noch ein bisschen was kaufen, weil ich brauche dringendst Topfricke. Ah, ich habe wieder viel eingebaut, ich wollte ja zu schnell mit dem Drücken. Oh, warte mal, anders. 1, 16, 30, 41, nehmen wir mal für die Hälfte des Teams mit. Ich fürchte, dass ich gerade den Korb habe. So, Beleber haben wir noch. Ich glaube, wir brauchen Beleber. 19. Das haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Ne? 36, 17. Ach, hier unten ist es jetzt. Okay. Hypertrank nehmen wir mal mit. Nehmen wir 31 Hypertränker schnell mit. Auf jeden Fall das. So, ich hoffe, ich habe jetzt den Korbträger nicht erwischt. Wäre es jetzt blöd gewesen, wenn ich den jetzt mitgenommen habe, sonst muss ich nämlich das Spiel wieder neu starten. Das ist dann für mich jetzt wieder ein bisschen ärgerlich. Ne, scheinbar habe ich nicht erwischt. Okay, das wäre nicht jetzt blöd. Gut. Okay, liebe Leute. Dann mache ich doch schnell einen Abstecher ans Pokémon Center, weil dann können wir nämlich unser Team schnell heilen. Dann holen wir uns in der Folge den nächsten Orden. Weil den braucht man schließlich, um nochmal einen Schritt weiter zu kommen. Dann später auf der Route 23, aber die brauchen wir erst. Gehen wir erst an. So, ich gucke gerade, ob ich ein paar Dings habe. Bummoglas. So. Mach mal ein bisschen zurückgefallen ist, da ich gebe jetzt die Sondermauer mit rein. Da habe ich nämlich auch auf 44. Ja gut, Magma und Dings sind alle sehr spät. Die drei letzten sind erst so spät gekommen, alle die noch nicht 50 sind. Ah, was haben wir hier? Energie. Ah, KP plus, okay. Alle mit 30. Ich bin immer lieb. So. Gut. Extrem viele Nuggets. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli. Und dann fordern wir den guten Pyro heraus. Und das ist nämlich der Herr, dem diese Arena gehört. Bis dahin und tschüss.